Grenade oder so. Oh, ich habe noch Toon Link. Ja. Toon Link, wie bitte? Hat er nicht eben auch schon Toon Link gespielt? Ja, gegen Levi. Mhm. Das lief ja ganz gut. Toon Link Cloud. Okay, unerwartet. Kein Snake. Und auch kein DK. Auf PS2. Ja, gucken wir mal. Ich weiß, dass Nines gerade, ich meine, Skatey gerade Toon Link gepickt hat, aber ich habe halt nicht zugeguckt. Deswegen ist jetzt auch ein bisschen... Oh. Okay, nice, die Confirms. Ja, ich sehe gerne Toon Link. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler und leider ein bisschen underrepresented Charakter. Ja, ich meine, er ist halt so wahrscheinlich der schlechteste von den drei Links, deswegen... Ja. Aber obwohl er der schlechteste ist, es liegt nicht daran, dass er schlecht ist, sondern dass die anderen einfach besser sind. So. Mhm. Also vor allem Young Link ist ja unfassbar gut. Ja. Yeah. Toon Link hat auch so Attribute, die ihn, die er besser macht als die anderen Links. Ich denke, yeah. seine Bomb-Kombos, seine Bombe ist extrem gut. Mhm. Seine Backer ist sehr safe. Er hat halt auch viele Kill-Confirms mit Forward Air zum Beispiel. Und vor allem seine Upper ist unfassbar aktiv und gut. Das stimmt. Ich finde sein F-Tilt auch stark. Es ist so einer der wenigen Charaktere, der einen Killing-F-Tilt hat an der Ledge. Und es trifft halt hinter ihm. Das ist halt auch noch so ein Ding. Oh, okay. Oh, und da sehen wir schon den ersten Stock. Aber bisher recht even. Ja. Oh, schade. Hätte die Forward getroffen, hätte es halt zum Beispiel schon gekillt so. Mhm. Und er kriegt halt, hat halt keinen Risk, wenn er so eine Bombe einfach wirft. Ja, das stimmt. Okay, nicht lang genug den Core Slash abgewartet. Advantage hier. Oh. Ja. Stark. Genau sowas meine ich Boomerang? Halt. Oder? Ja, Boomerang. Ja. Das einzig Schlechte an Toon Link in seinem jetzt Special Kit ist jetzt, würde ich mal sagen, der Pfeil. So, weil der macht halt eigentlich gar nichts so. Es gibt so ein Niche-Use-Case mit dem Pfeil, dass man damit aus dem Down-Tilt ein Jab-Block forcen kann. Aber sonst, ja, gibt's echt nicht so viel. Ist einfach ein bisschen Pressure. Oh, schön. Die Backer von Toon Link ist auch echt gut. Die Safe und Combos in sich selber. Mhm. Aber nein, spielt das hier gerade echt clean runter und die Side hier an der Ledge. Wow. Alter. Man muss halt immer aufpassen, wenn man sowas macht mit Cloud. Weil wenn man dann getroffen wird, Cloud offstage ist natürlich nicht der beste Char. Mhm. So wie man es hier gerade sieht. Das ist Oh, was? Schöne. Ich war mir echt nicht sicher, ob er jetzt gespiked wird oder ob er gewinnt. Die Interaction. Alter. Clean gemacht. Auf jeden Fall. Oh, er beendet die Abi nicht. Komisch. Vielleicht ein Miss-Input. Jetzt war er gepunished on hit. Und? Wird er das überleben? Nein, wird er nicht. Die Bombe braucht extrem lange, um zu explodieren. Alles noch machbar. Ist ein recht schnelles Set. Ich hätte jetzt mir das viel langsamer vorgestellt, um ehrlich zu sein. So Toon Link in Cloud? Ich weiß nicht. Ja. Oh. Können wir vorstellen, dass Nines vielleicht ein bisschen mehr campen könnte mit dem Limit, aber... Ja. Bisher ist es relativ viel Rushdown. Oh, der Jabblock. Schön. Oh. Oh, wow. Alter. Ey, hätte die Downer getroffen. Ja, das wäre halt ziemlich cool. Okay, wir suchen jetzt hier einen Sidebeater Bomb Confirm auf der Seite von Skatey. Limit ist schon wieder weg. Aber trotzdem noch alles machbar, die Dashtag. War nicht so gut, die Eid. Oh. Okay. Toon Link hat halt, wie die anderen Links, halt null Probleme zu killen. Und ich denke, das ist eine super große Stärke als Charakter. Ja. Oh wow, was ein Trade. Ja, da Forward Air, das killt halt schon. Forward Air ist ein echt starker Killmove. Spannendes erstes Game. Ich kannte den Cloud noch gar nicht. Ich kannte beides noch nicht. Ja, gut. Premiere für mich zumindest. Aber ich finde, das Set macht Spaß zu schauen. Ja. Bin mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht einen Character Switch sehen. Vielleicht Snake. Oh ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was? Was habe ich da gerade gehört? Wii Fit Trainer. Wir sehen heute sehr spannende Charaktere. Wii Fit Trainer Toon Link, Alter. Wirklich nur in Schleswig-Holstein. Der Wii Fit, ey, ich glaube, ich bin ne. Ich frage mich, ob die vorher ausgemacht haben, dass niemand seinen Snake pickt oder so. Die haben so gesagt, wir dürfen nicht Snake spielen, bitte. Secondaries only. Junge. Ich hätte ehrlich gerne den Sora gesehen von Nines, aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn man keinen Bock auf Sora Toon Link hat. Wow, gute Confirms jetzt schon mal hier von Nines. Ich fand aber auch, das Matchup hat irgendwie schwer gewirkt für Cloud, so da reinzukommen gegen die ganzen Projektile.
Und Toon Link ist halt auch so ein kleiner Charakter. Trifft man nicht so gut. Oh. Der Vorteil an Toon Link, finde ich auch, ist halt, dass den halt niemand spielt. Und deswegen, finde, so ein Faktor an Mid-Tiers, den man halt nicht unterschätzen darf, ist halt Matchup-Knowledge. Mhm. Wenn man die nicht hat gegen bestimmte Mid-Tiers, dann ist es echt schwer. Oh, stark, wie er den Air-Dodge gefollowt ist. Alter. Die Bombe gefangen. Oh! Alter! Das war krass. Guter Confirm hier von Nines. Die Bombe hält full-charged diese Sonne auf. Das überrascht mich. Oh, warte, echt? Ja, er hat es gerade so gegen die Bombe gemacht, ist halt einfach verschwunden. Damn. Kann halt nicht jeder den Wolf Laser haben. Ja. Alter, diese Moves sind so stark mit der Downbeat und... Was, wie war das, das kein Sweet Spot? Das war's schon, das war's. Oh. Der Stock ist gone. Krass. Tether hätte da auch nicht mehr gereached, leider. Der Weefit ist stark. Sehr stark sogar. Okay, Up-Throw Down Smash. Spannend. Ich hätte jetzt einen Up-Air erwartet. Oh. Mit dem Side-B die Bombe ausgewichen. Du kannst halt mit Weefit einfach die ganze Zeit so campen. Mm. Also du kannst halt stallen. Das konnte er mit Cloud, denke ich mal, nicht. Oh, schöner Two-Frame mit dem F-Tilt. Ja. Yeah. Ja, mit Weefit ist das halt richtig geil. So, Deep Breathing on Deck. Jetzt eine Down-Air. Ah! Oh, Alter, das war schon... Ja. Oh! Er wollte näher into Up-Smash, aber der Nair hat nicht connected. Das killt extrem früh. Allgemein, Weefit hat so krasse Kill-Power mit Deep Breathing. Ja, wirklich. Jeder Move killt halt. Mm. Und auch so 2-0 to 60 und was auch immer das für Kombos. Das ist alle Tilts krass. Von Weefit gehen halt auch in jede Richtung. Mhm. Das ist halt so ganz komisch. Du machst einen Up-Tilt, auf einmal ist es auch ein Forward. Oh! Was? Ja, er wollte für den Style gehen. Da, er wollte in Yeet Smash rein. Ey. Passiert. Ey, kein Two-Stock. Ja, zumindest das. Da hat er die Downer noch getroffen. Okay. Ja, es geht ja auch viel ums Mental Game und ich würde sagen, das läuft jetzt noch. Ja. Werden wir wieder Character Switches sehen? Nee, ich hoffe nicht. Ich habe es eigentlich gerade enjoyed. Ich auch. Oh ja, Tekken, das finde ich gut. Oh, das ist ein sehr, sehr guter Song. Das feiere ich. Spielst du selber Tekken? Ja, tatsächlich schon. Mhm. Ich habe gestern erst wieder sehr viel Tekken 7 gespielt. Und ich mag die Musik auch sehr in dem Game. Das ja, die Musik ist echt gut. Ah, ja, let's go, Sora. Aber nice. Eigentlich, er hat ja gerade einfach mit Wii Fit gewonnen und dachte sich so, naja gut, dann switch ich mal. Jetzt mache ich wirklich ernst. Beide bei 15% hier. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Matchup sich ausspielt. Findest du, Sora kommt gut klar damit zu Zonebreaken? Nein, überhaupt nicht. Also, ich finde, Sora struggles gegen Zona. Mhm. Und halt auch gegen Rushdowns. Ich bin kein Sora-Believer. Es gibt ja Leute, die sagen, Sora ist so, ist bald Meta und so, weil er halt so Kombos hat. Aber ich finde Sora echt nicht gut. Also, ich weiß nicht, Toon Link finde ich noch okay. Aber jetzt so, wenn ich jetzt so Sora gegen Samus oder so sehe, das finde ich halt schrecklich einfach. Oder gegen Sephiroth spiele ich auch. Das ist halt auch schrecklich. Seine Jumps sind halt recht slow und er hat allgemein nicht so schnell einen Walk und Dash Speed, oder? Nee, also er ist überhaupt nicht schnell eigentlich. Aber dieses Float-Design ist halt schlecht und er ist halt auch extrem einfach. Aber ich mag Sora trotzdem, auch wenn ich ihn nicht so gut finde. Ich mag ihn sehr, ich spiele ihn auch sehr gerne. Und Nines macht es auch bisher ziemlich gut jetzt. Ja, da kommt halt das Ding durch, was ich gerade eben gesagt habe. Er ist halt sehr leicht und wenn so ein F-Tilt jetzt auf 100 treffen würde, das wäre halt schon vorbei. Ja. Stark. Schön. Aber die Bombe hat ihn, glaube ich, gesaved, actually. Meinst du, dass das dann den Counter ausgelöst hat, statt den Abi, oder? Nein, nein, nein. Aber während er weggeflogen ist, ist eine Bombe in seiner Hand explodiert. Mhm. Und das hat dann halt auch so gegen das Knockback quasi gespielt. Genau. Ja. Okay, spannend. Okay, ein bisschen Committee mit der Side-B nach dem Abi. Ne, Ford, der würde jetzt zu 100% killen. Ich finde es auch nice, wie wir den Skin-Switch gesehen haben. Oder jetzt gerade zum Dark Toon Link. Das killt, oder? Nein, noch nicht. Nein. Appi ist nicht so strong, wie viele denken. Es ist zwar ein Kill-Move, aber halt... Oh, schöner Kopf. Der Returning Boomerang into F-Tilt. Sehr stark. Jo. Was? Ah. Scared. Ja, jetzt haben wir den Chat auch vor uns tatsächlich. Ja. Wir konnten ihn gerade eben nicht sehen.
Falls ihr irgendwas geschrieben habt, tut uns leid, aber... Da sehen wir nochmal, dass beide das Snake-Ditto nicht mögen, also... Alter, was?! Gerade nicht hingeschaut, was ist passiert? Also er hat vorher gekontert, aber das war halt so unfassbar stark. Toon Link ist einfach weggeflogen. Krass, okay. Ja, Counter scheint ein recht wichtiger Faktor in dem Matchup zu sein hier. Offstage auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Und allgemein Sora Counter ist echt stark. Mhm. Wow, sehen wir die DLC? Oh, Alter, das war schon echt knapp. Mal gucken. Oh, stark. Nice, nice. Mal schauen, ob Skatey das hier noch zurückholen kann. Eine Sache, die Sora ganz gut macht, ist halt killen, denke ich zumindest. Das killt, oder? Das killt halt schon. Das war nice. Clean ausgespielt. Jetzt, ja cool, jetzt sehen wir nochmal den Sauer. Jedes Game, neue Charaktere. Ja, so, das ist Entertainment. Nice. So. Vielleicht sehen wir jetzt den Switch von Toon Link auf dem anderen. Wer weiß. Vielleicht. Aber mir würde jetzt nicht so viel einfallen. Ja, Snake, I guess, aber sonst. Weiß ich nicht. Ich denke zum Beispiel, DK ist schlecht gegen... Warte, habe ich gerade Marv gehört? Ja, Marv, ja, genau. Das spielt er halt auch. Hilarious. Ich habe gerade den Musikpick nicht so ganz... Also ich kenne die Musik, aber mir fällt der Name gerade nicht so ein. Kitsch. Ich weiß gar nicht, von welchem Series das ist. Alter. Egal, konzentrieren wir uns eher auf das Match mal. Mhm. Ich mag Marv sehr. Das ja, Matchup. Ist ein sehr cooler Charakter auf jeden Fall. Alter. Oh, stark hier auf der Plattform der Tech Chase. Ich verstehe, warum man Marv gegen Sauer pickt. Ja, auf jeden Fall. So, man kann ihn sehr gut anti-airen, allgemein raushalten. Ich denke, das Schwierigste für Marv hier ist dann wahrscheinlich die Projektile von Sauer. Also der Neutral-B könnte ein Problem darstellen. Ist wirklich dead even. Mhm. Oh, das... Kommt der Panisch. Ist oft schwieriger, als man denkt. Wenn man halt immer dieses Mix-Up hat, macht man noch ein Side-B. Hm. Wenn nicht. Ich finde der größte... Eine der größten Sachen, die mich an Sora nerven... Oh, schön! Stark. Ist halt dieser... Auf den No-Tag. Ist dieser Ice-Spell. Weil der Ice-Spell hat diesen Attribut im Gegensatz zu zum Beispiel Ice-Climbers. Wenn ich so ein, zwei Partikel ein davon Pixel, treffe, dann bist du halt sofort eingefroren. Mhm. Das ist so... Der Wait, er steht da einfach und macht Uptilt. Der Uptilt klappt allgemein echt gut mit, für Nines bisher. Ja, das stimmt. Weil der catcht halt die Spot-Dodges. Und der Anti jetzt halt auch. Mhm. Und er ist halt lange active, das ist ganz nice. Und der Combo, das ist auch nice. Sehr stark hier, wie es Skat Team Disadvantage gehalten wird, aber jetzt hier, Turnout. Oh, stark. Oh, schöner F-Tilt. Was? Oh, no. Nein, das war unlucky. Hat er nur ein Side-B gemacht, oder was war das? Ja, ich glaube schon. Also er wollte maybe noch eine Side-B machen, aber... Das ist echt schwer zu timen. Mhm. Ich würde da auch eigentlich eher immer für Damage gehen. Kann das true sein, wenn man es frame-perfect timed? Ja, also es kann true sein, aber der Gegner kann es delayen und du weißt... Es ist halt wirklich einfach Luck, ob du es schaffst oder nicht. Oder du hast halt einfach die best Reaction-Time der Welt. Dann geht's eigentlich auch. So, Alter. Jetzt wird spannend, ob Nines trotzdem das Game holen kann, nachdem er leider so unlucky gestorben ist. Halt. Ja. Die Abi trifft. Schon wieder so knapp. Das ist halt so nice, wenn du dieses Side-B einfach nur einmal machst, dann ist es halt so oft so ein Setup für so Plattform-Tech-Chases. Der sendet auf eine echt gute Höhe. Mhm. Jetzt müsste ich halt schon Angst haben, als Sora, dass ich nicht gleich sterbe. Ja. Das wäre so schön gewesen. Aber Skatey adapted dazu. So, wie kommt Skatey hier zurück? Oh! Er hat sich geduckt. Das wäre es gewesen. Das wäre es wirklich. Das war Sweet Spot Range. Ja. Oh! Der Jeff, kein nein. Starker Punish. Oh! Die VOT er? Nein! Ab, kein Tag? Das killt noch nicht. Das killt. Ja. Und das war's. Stark. Das ist das Set für Nines. Das war echt knapp. Also aber gut gespielt, dass er nach dem SD das noch geholt hat. Ja. Cool, dass wir den Sora gesehen haben. Cool, dass wir die Marv gesehen haben. Die Wii Und, Fit, den Toon Link. Wir haben alles gesehen. Mhm.